Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Rennen. Wir fahren heute die Flèche Ardennaise von Embourg nach Beauvais über 166,9 Kilometer. Ihr seht, eine sehr anspruchsvolle... Warum habe ich jetzt eine gesagt? Ein sehr anspruchsvolles Rennen natürlich. Und ich habe auch schon mal die Startliste euch so ein bisschen zurechtgelegt, ne? Gerade eben habt ihr das ja vielleicht sehen können, ne? Wenn ihr lesen könnt, seid ihr klar im Vorteil, ne? Ja, Albaloschi ist heute unter anderem mit dabei und er ist gleich mal der Mann, der hier für den für den ersten Ausreißversuch des Tages sorgt. Ihm folgt Tebrake. Ist das nicht gleich schon ein Fahrer aus eben jener holländischen Mannschaft? Ja, aus dem Parkhotel. Die wollen also unbedingt Punkte holen gegen uns. Ganz klar. Ja, mit dabei ansonsten Francisco Mancebo. Paco Mancebo, der im letzten Part, ihr habt es ja hoffentlich gesehen, einen grandiosen Sieg beim Ringerike GP geholt hat. Vor Rafa Stewie, auch der ist heute wieder mit dabei. Dann Ibrahim, diesmal beide. Jeloul, Alhamadi und Smorka. Das ist also unser Aufgebot für das heutige Rennen. Und hier greifen einige an, ach du Scheiße. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Feld da sagt, okay, die lassen wir mal ziehen. Ist hier etwa Team Wantico tatsächlich? Warum sind die dabei? Also schon keine komplette Drittliga-Veranstaltung mehr. Nein, denn Wantico ist mit dabei. Und Wantico Gobert oder Gobert vielmehr ist ein Team, das durchaus was drauf hat. Das durchaus gute Fahrer hat. Björn Thurau beispielsweise. Der ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Sohn von der deutschen Radsportlegende Didi Thurau. Ne, braucht man ja wahrscheinlich nicht erwähnen. Bei dem fachkundigen Publikum, das ich ja hier bei diesem Let's Play regelmäßig begrüßen darf. Am Ende wohl wieder, wie es aussieht, ein Rundkurs, ein Rundrennen. So, Tebrake möchte hier mit der anderen, genau, mit dem Rest der Gruppe aufschließen. Kann ich verstehen. Jetzt schauen wir uns die Gruppe mal ein bisschen an. Wir haben hier Grön mit dabei. Wir haben Delt Comp. Bisschen guter Sprinter. Ermo, ebenfalls ein wenig guter Sprinter. Stannis, auch eher so im Sprint zu Hause. Dann haben wir Riesebeek, ein, ja, eher so ein Zeitfahrer, Flachspezialist. Dann Legley, den ich jetzt nirgendwo zuordnen kann. Van Merhage, ein Sprinter, erster Kajüte. Tebrake, ebenfalls guter Sprinter. Und dann eben Albaloschi, auch eher ist wohl eher, wenn überhaupt, zu den Sprintern zuzuordnen. Wobei man sagen muss, Albaloschi ist halt einfach ein relativ schwacher Fahrer. Hat aber, das muss man ihm lassen, heute eine sehr, sehr gute Tagesform. Hier teilweise plus 10. Das ist ja wirklich krass, muss man ja mal sagen. Und das Schlimme ist, er hat plus 6 am Hügel und hat trotzdem keine 60 als Wert. Das ist schon hart und traurig. Aber mein Gott, so ist das Leben manchmal. Hart und traurig. Tja. Tja, naja. Habe ich eigentlich schon mal hier im Let's Play darüber geredet, was man so alles beachten muss, wenn man in die Vereinigten Arabischen Emirate einreisen will? Weiß ich gerade gar nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Könnt ihr ja mal googeln. So irgendwie Reisen nach Dubai, was gibt es zu beachten? Oder nach Abu Dhabi, je nachdem. Das müsst ihr wissen. Tja, wir sind also unterwegs. 7 Minuten Vorsprung hat die Gruppe. 130 Kilometer sind es bis ins Ziel. Wir haben es mal wieder geschafft in die Ausreißergruppe des Tages. Das war ja in den letzten Rennen nicht immer der Fall. Aber jetzt sind wir wieder ganz die Alten und schaffen das regelmäßig. Und das ist auch richtig so. Wer weiß, vielleicht kommt ja mal eine Gruppe durch. Und dann würden wir uns ärgern, wenn wir nicht mit drin wären. Also letztes Rennen. Sehr, sehr guter Sieg von Francisco Mancebo beim Sponsorenziel in Norwegen. Heute also das Rennen in Belgien. Der Flèche Ardennes-Klassiker, mehr oder weniger. Also es ist nicht der Flèche Wallonne, das sollte man nochmal sagen. Es ist ein anderes Rennen, ein ja, eher Drittliga-Rennen. Und hier möchte der Sponsor von uns einen Top-10-Platz sehen. Aber wie ihr wisst, das ist ja immer so dasselbe bei mir. Ich gehe eigentlich nicht so sehr danach, was der Sponsor gerne sehen möchte, sondern ich versuche selbst mit dem Team das Bestmögliche rauszuholen. Denn wenn wir hier ein Rennen schon... Fick dich. Wenn wir hier schon ein Rennen fahren, dann wollen wir das natürlich auch möglichst erfolgreich schaffen und dementsprechend versuchen wir hier natürlich ja, vielleicht zu gewinnen. Das wäre natürlich das Optimum,
um wenn nicht, dann wenigstens einen guten Platz rauszuholen. Was ist denn heute los? Es ist wohl ein bisschen nass auf den Straßen. Rafa Stewie ist unter anderem gestürzt. Rafa Stewie ist gestürzt. Ibrahim gleich mit. Welcher ist das jetzt? Das ist dieser Ibrahim. Und der kann hier auch gleich mal Führungsarbeit machen, damit Rafa Stewie hier auch wieder rankommt. Der rennt, ich dachte schon. Hier sind aber einige noch gestürzt. Zirbel. Sind ja auch irgendwelche wichtigen Fahrer in Leidenschaft gezogen worden, außer Rafa Stewie. Ah, wahrscheinlich eher nicht so. So, Ibrahim versucht den mal wieder ranzufahren. Das wäre jetzt schon extrem bitter, wenn hier Rafa Stewie gleich mal abgehängt worden würde. Werden würde, meine ich. Mancebo, der ist immer noch im Feld. Dem ist zum Glück nichts passiert. Gott bewahre. Das Tempo ist jetzt relativ schnell. Man hat wohl mitbekommen, dass Rafa Stewie hier abgehängt worden ist. Ibrahim und Al-Hamadi haben jetzt schon Probleme, glaube ich, dem Tempo zu folgen. Und hier hinten ist also die Gruppe mit Ibrahim, mit Rafa Stewie und auch mit Smorka, der jetzt mal hier auch Tempo machen kann. Ja, das hat ja gut geklappt. Tja, Rafa Stewie selbst möchte ich jetzt ungern hier mit reinschicken. Die haben 8 Minuten Rückstand auf die Ausreißer. Die haben 5 Minuten, also schon 3 Minuten Rückstand für Rafa Stewie aktuell aufs Hauptfeld. Das ist schon sehr, sehr hart, muss man sagen. Das ist wirklich sehr hart. Ja, Albaloschi ja auch gestürzt, aber schau mal an, der schafft es wieder zurückzukommen in die Ausreißergruppe, ist jetzt wieder drin. Das ist sehr, sehr stark, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das nochmal schafft. Zeigt aber halt auch, wie langsam doch das Tempo jetzt hier ist im momentanen Rennabschnitt. So, und hinten, ah doch, es klappt. Es scheint zu klappen. Rafa Stewie zählt jetzt zumindest mal wieder zur Gruppe des Pelotons. Noch Ibrahim kann dementsprechend mal ein bisschen ruhiger machen. Rafa Stewie muss jetzt halt aufpassen, dass hier nicht schon wieder eine Lücke reißt. Ist schon zu spät, die Lücke ist bereits gerissen. Komm, versuch dich mal abzusetzen. Du musst wieder ins Feld rein, Junge. Rafa Stewie. Ibrahim. Der hat jetzt hier so ein bisschen Probleme. Ach, das ist der Ibrahim, verstehe. Oh Mann, das ist der Flaschenholer. Das ist der Letzte, der im Feld ist. Mal abgesehen von Mancebo. Nee, gar nicht. Jelul und Halamani sind ja auch noch drin. Aha, sehr interessant. So, Rafa Stewie. Gibt hier richtig Gas. Ich glaube, die U23-Mannschaft von Dingens ist hier auch mit dabei, ne? Ja, hier, Lotto Sudal U23 ist hier auch mit dabei. So, Rafa Stewie ist so gut wie wieder drin. Sehr gut. Das hat er also schon mal geschafft. Kann sich ja jetzt mal an Mancebo orientieren. Aber es hat natürlich jetzt irre Kraft gekostet. 77,6 Kilometer jetzt noch zu fahren. Albaloschi immer noch vorne in der Ausreißergruppe. Tja, kein gutes Omen. Direkt mal 4 Stürze in einem Rennen. Das ist schon hart. Und unter anderem hat es eben den so, so wichtigen Rafa Stewie hier erwischt. Das ist schon sehr, sehr scheiße, muss man sagen. Jelul, der passt hier immer noch auf. Auf Mancebo. Und Rafa Stewie, der hat es geschafft. Der ist wieder vorne mit dabei. Und wird jetzt mal erstmal, würde ich sagen, beschützt von Al-Hamadi. Das passt schon so. Sehr gut. Aber natürlich dementsprechend angefressen ist Rafa Stewie jetzt. Man sieht es ja, der gelbe Balken hat schon sehr stark gelitten im Vergleich zu dem von Mancebo beispielsweise, der noch so gut wie intakt ist. So, Ausreißergruppe, 8 Fahrer groß. Einer ist zurückgefallen, das ist Lagley. Wenig überraschend, war ja auch einer der schlechtesten von den Werten her. Ah, Jelul fährt stark.
Immer noch mit dabei, trotz schlechter Tagesform, aber ist auch am Hügel kein so schlechter Fahrer. Muss man auch mal sagen. Aber jetzt ist Gelulu wohl broke. Und damit, ja, Ravastui auch mit Problemen hier dran zu bleiben. Aber er soll jetzt mal schauen, dass er hier noch irgendwie auf Mancebo aufpassen kann. Mal ungefähr 3 Minuten Vorsprung haben die Ausreißer noch. 50 Kilometer vom Ziel. Ist nicht die Welt. Aber der Vorsprung ist immer noch existent. Während hier mal Gelul jetzt die Flaschen holen kann. Das kann er richtig gerne machen. So, A1. Haben wir hier noch jemanden? A2. Okay. Alles klar. Passt. So, Albaloschi immer noch vorne mit dabei. Und wir gucken mal, was heute hier gehen kann in diesem Rennen. Jetzt gleich geht's auf den Rundkurs. Es sind jetzt noch, ja, 5 Hügel praktisch zu bewältigen. Noch ist Albaloschi ganz vorne mit dabei an der Spitze des Renngeschehens. Aber jetzt an diesen Anstiegen, das wird nicht einfach für ihn. Ganz klar. Lagley wird jetzt gleich eingeholt und jetzt macht die Mannschaft Wanty Group das Tempo. Also, die wollen hier gleich mal für Vorentscheidungen sorgen und schaffen es hier mit 3 Mann wegzukommen. Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Bille, Jans und Degant haben es hier geschafft, wegzukommen. Und jetzt heißt es natürlich, irgendwie die wieder einzuholen. Ich meine, ja, wir leisten unseren Beitrag dazu. Rafa Stewie, der eh jetzt schon ziemlich angefressen ist, versucht da mitzuhelfen. Das ist jetzt schon ziemlich hart. 3 Fahrer von der Mannschaft. Kakakiki vorneweg. Aber guck dir das mal an. Albaloschi immer noch vorne mit dabei. Neben dem Top-Sport-Flandern-Fahrer van Merkhage. Die letzten beiden Verbliebenen. Wahnsinn. Albaloschi fährt hier ein unglaublich starkes Rennen und befindet sich aktuell am viertletzten Hügel. So, wir gucken aber dennoch natürlich, was hier bei Mancebo und Co. passiert. Denn darauf kommt es im Endeffekt an. Was macht unser Kapitän? Wo ist er zu finden? Und wie können wir das ganze Rennen weiterhin gestalten? Stewie langsam richtig platt. Mancebo vorne mit dabei. Und Rafa Stewie, ja, braucht mir gar nichts mehr irgendwie sagen, irgendwelche Anweisungen geben oder sowas. Der ist einfach nur platt. Der ist einfach nur fertig. Albaloschi immer noch vorne, immer noch mit Vorsprung, immer noch mit dem Belgier in der Führung. Dahinter also schon die Gruppe mit Bille und Mancebo. Francisco Mancebo. Warum muss ich jetzt eigentlich die Lücke zufahren? Die hat er hier, Grön hat die reißen lassen. Ich muss sie zufahren. Das ist wieder ganz toll. Albaloschi. Immer noch vorne. Also der fährt hier wirklich stark. Man merkt ihm die Tagesform definitiv an. Und jetzt hier also die letzte Gruppe Fahrer, 9 Stück an der Zahl sind es, die hier noch um den Sieg mitfahren, wenn man mal Albaloschi und seinen Kollegen hier außen vor lässt. Ups. Ups. Ja, komm. Albaloschi. Kann jetzt nochmal ein bisschen aufpassen. Auf mein Zebra. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich den dummen Energiegel gegeben. Das wollte ich jetzt echt nicht. Danny Pate, Ex-Skyfahrer. Vielleicht kennt ihr da einen oder andere noch. Ist hier auch noch mit dabei. Und jetzt gibt es hier Attacken. Danny Pate greift an. Und Degant. Sprengers versucht hinterher zu gehen von Topsport Flandern. An den hängen wir uns mal dran. Jetzt natürlich nicht irritieren lassen von den überrundeten Fahrern. Mancebo muss sich hier an Sprengers dranhängen. Aber der macht hier ein irre Tempo. Und Mancebo muss abreißen lassen. Fährt jetzt alleine hinter den dreien hinterher. 2 Hügel sind noch zu fahren.
Es ist nicht, es sieht nicht so aus, als könnte Mancebo hier noch ein sehr gutes Resultat schaffen. Anders als Albaloschi, der ist immer noch hier mit dabei. Fährt ein krasses Rennen, muss man ihm wirklich mal lassen. Mancebo. Hinter dieser Gruppe. Degant, Danny Pate und Sprengers. Dann Francisco Mancebo, der sich jetzt ein bisschen erholen muss. Dementsprechend auf den Pausenknopf drückt hier. Der hat einfach jetzt keine Kraft mehr aktuell. Degant zieht hier allen davon. Dahinter Sprengers, dahinter Danny Pate, der jetzt auch nicht mehr den frischesten Eindruck macht. Dann Francisco Mancebo und dann Albaloschi. Albaloschi ist jetzt platt. Und Mancebo ist es ebenso. 7,9 Kilometer vor dem Ziel. Der gelbe Balken hat sich verabschiedet und kommt auch nicht mehr so schnell. Danny Pate, Sprengers und Degant. Zum Glück gibt es diese Mausrad-Scroll-Funktion. Sonst würde man gar nicht mehr den Überblick über dieses Rennen haben. Also schon eine ziemlich doofe Entscheidung, hier einen Rundkurs zu machen. Muss ich ja mal sagen. So, Albaloschi ist hier hinten immer noch mit dabei. Fährt gar nicht mal so schlecht. Muss man mir lassen. Vielleicht klappt es mit einer Top-10-Platzierung für Albaloschi. Aber es wird eng, denn hier hinten kommt eine große Gruppe an ihn heran. Und wird ihn wohl einholen. Für Mancebo wird es wohl Platz 4, wie es aussieht. Den holt er nicht mal ein, den Danny Pate. Ganz vorne, Degant, wird sie es wohl holen. Schade. Aber gut, heute war da definitiv nicht mehr drin. Die da vorne, die haben richtig Gas gegeben, waren richtig gut drauf heute. Das hat man ihnen auf jeden Fall angemerkt. Und da war nichts zu holen für unsere Fahrer. Aber Loschi nochmal mit einer Attacke. Ich meine, warum auch nicht. So, Mancebo hier vorne. Ja. Aber da ist halt jetzt echt nichts mehr zu holen, würde ich sagen. Thomas Degant gewinnt die Etappe. Nicht zu verwechseln mit Thomas Degent, das ist ein anderer. So, dritter Danny Pate. Dann Mancebo ist jetzt auch im Ziel auf Platz 4. Das ist okay. Definitiv. Kann man nicht meckern. So, und jetzt Albaloschi im Schlussspurt. Keine Energie mehr übrig. Damit, also Top 10 wird es auf jeden Fall nicht. Aber Top 20 vermutlich, oder? Ah, wobei, könnte auch eng werden. Auf jeden Fall war es ein respektables Ergebnis von Albaloschi. Oder Albaloschi, ich weiß gar nicht. Ja, Top 20 leider nicht mehr für den Fahrer aus den Vereinigten Emiraten. Schade für ihn. Wäre es mit Sicherheit mal ein schönes Ergebnis gewesen. Tja, vierter Platz von Mancebo. Ja, ist okay. Die Gegner waren schon sehr stark. Degant gewinnt also diese La Flèche Ardennaise in Belgien. Damit also Sieg für das Team Wanty Group vor Thomas Sprengers und Danny Pate. Mancebo vierter, dann Bille Olsen, Jans Thurau, Van Luik und Merhege. Der Topsportfahrer, der bis zum Schluss noch, oder naja, bis zum Schluss ist übertrieben, noch mit Albaloschi in der Spitzengruppe war. Tja, nochmal an Platz 4 von Mancebo. Also man merkt, momentan ist er gut in Form, holt Platzierungen ein. Den ersten Saisonsieg hat er ja auch geholt, noch dazu. Also die Form stimmt beim Spanier momentan in seiner Abschiedssaison. Hier bei Skydive Dubai. Und jetzt gucken wir mal. Als nächstes kommt die Berner Rundfahrt. Was kein Sponsorenziel ist. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, wir warten nochmal auf die anderen Rennen, bis hier auch alles mal simuliert ist. Da dauert es halt ein bisschen. Da dauert es halt ein bisschen länger. Aber am Ende ist es simuliert. Die Rhön-Alp-Isère-Tour werden wir nicht fahren. Das spoilere ich jetzt schon mal. Glaube ich zumindest, oder? Nee, ich glaube nicht. Ist zwar ein ganz cooles Rennen, zugegeben, aber
Verdammt, ist sogar ein Sponsorenziel. Ja, okay, wenn es ein Sponsorenziel ist, dann werden wir die vielleicht fahren. Eigentlich wäre ich lieber die Berner Rundfahrt gefahren. Naja, jedenfalls, wir überlegen uns mal, was. Also, ich überlege mir mal, was ich davon fahre. Die Kalifornien-Rundfahrt ist dann direkt im Anschluss dran und bildet hier das erste Saison-Highlight so richtig für unsere Mannschaft. Oder ein nächstes, sagen wir es mal so, damit sich hier niemand diskriminiert fühlt. Keine Rundfahrt hier. Also, das wird ein sehr, sehr spannendes Rennen. Ich bin gespannt drauf, aber als nächstes kommt dann wahrscheinlich die Berner Rundfahrt. Dann sehen wir uns zu diesem Rennen wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Fritte.